Herzlich willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es einmal um 6 Käufe, die ich getätigt habe, wobei es eigentlich 7 sind, 6 Stück an der Zahl habe ich allerdings am Mittwoch gemacht und ein 7. Kauf kommt hinzu, das war die Talangs, die habe ich aufgestockt mit meinem normalen, regulären, monatlichen Cashflow, den ich da so zur Verfügung habe. Aber eigentlich geht es um die 6 Käufe, die ich jetzt am Mittwoch getätigt habe und das sind die Positionen, die ja relativ weit oben in der Monatsperformance zu sehen sind, weil sie den schönen Freitag jetzt natürlich mitgenommen haben, wo es ja ordentlich bergauf ging und die Verluste zum Anfang des Monats natürlich nicht. Ich habe die erste Hälfte meines Kapitals investiert, was ich immer noch mal bei der Seite liegen habe, falls es an der Börse nicht ganz so schön läuft, einige Kurse zurückkommen. Und habe mich jetzt entschieden dazu, nicht mehr ganz an der Seitenlinie zu stehen. Das habe ich schon getan mit den 10 Sparplänen, die ich jetzt natürlich neu starte, die noch nicht ausgeführt wurden, aber diesen Monat dann auch erstmals dran bin, sodass ich halt ja regelmäßig ein bisschen mehr Geld reinstecke in meine Aktien. Aber halt hinzu kommen jetzt auch Einmalkäufe, die ich getätigt habe, weil ich meine, wir sind mittlerweile auf ein Bewertungsniveau angekommen, was bei einigen Unternehmen sehr lukrativ ist, wo mittel- und langfristig gute Chancen bestehen. Und ja, das ist einmal Home Depot. Da ist der Kurs tatsächlich nicht ganz so viel zurückgekommen, aber auch schon ein gutes Stückchen. Die Aktie noch relativ stabil unterwegs. Dann eine Starbucks, wo das schon ein bisschen gravierender aussieht. Da habe ich 3 Aktien gekauft für knapp 200 Euro. Dann geht's weiter mit einer Domino's. Hier habe ich mir eine Aktie gekauft für 316 Euro. Auch die ist ordentlich zurückgekommen. Dann eine BlackRock habe ich mir noch ebenfalls ins Depot gelegt. Das ist die teuerste Aktie, die ich mir gekauft habe, für 571 Euro. Und auch die ging Freitag schon gut durch die Decke. Und dann kam der Münchner Rück noch hinzu, die tatsächlich nicht zu den Dividendenwachstumsunternehmen zählt, zumindest nicht zu diesen ganz krassen, weil sie auch einen sehr schönen Dividendenertrag schon hat. Aber die Bewertung momentan relativ günstig ist, deswegen habe ich gesagt, kaufe ich mir hiervon ebenfalls eine mit ins Depot. Und zu guter Letzt habe ich dann noch eine Union Pacific, ebenfalls für knapp 200 Euro gekauft. Auch hier die Bewertung nicht ganz so weit zurückgekommen, also ähnlich wie eine Home Depot im Vergleich zu den anderen Titeln. Aber es ist halt auch ein unglaublich stabiles Geschäftsmodell, sodass ich, ja, 3-4 Titel habt, die ein bisschen aggressiver sind, was das Wachstum angeht und auch die Kursverläufe angeht und 2 etwas defensivere Titel, so dass ich wieder da einen sehr schönen Mix habe. Ja, das Ganze hat dann natürlich auch einen Einfluss auf meine Dividende, die ich da zukünftig kriege und ja, seit diesem Mai sind es dann 1340 Euro netto, die ich ausbezahlt kriege im Laufe des nächsten Jahres, was knapp 63 Euro mehr sind im Vergleich zum Vormonat, was natürlich wieder ein ordentlicher Sprung ist. Das aber auch natürlich damit zusammenhängt, dass das eine ganz schöne Summe war, die ich jetzt diesen Monat dann wieder investiert habe. Einmal knapp 800 Euro für die Talangs-Aktien und dann 1900 Euro jetzt für die neuen Titel, die da ins Depot gewandert sind. Ja, so dass wir jetzt bei diesem Betrag landen und tendenziell wird das im Laufe des nächsten Jahres ja dann auch eher mehr werden, zum einen aufgrund der Sparpläne, die dann ja Stück für Stück immer wieder ausgeführt werden, aber natürlich auch aufgrund von Dividendensteigerungen, die da gegebenenfalls reinkommen. Union Pacific, ja, ich glaube, einen Tag nach dem Kauf erstmal 10% Dividendensteigerung angekündigt und davon habe ich ja auch den ein oder anderen Titel mittlerweile im Depot, wo das ein oder andere Prozent dann kommen könnte. Die einzige Aktie, die momentan ein bisschen für Gefahr sorgen könnte, dass es hier einen negativen Impact gibt, das ist die Omega Healthcare und da kriege ich ja auch nicht gerade wenig Dividende. Alle anderen Unternehmen sehe ich da aber sehr sicher aufgestellt, dass das tendenziell im Laufe des nächsten Jahres dann weiter steigen wird. Ja, dann nochmal ein Blick, was mir jedes einzelne Unternehmen an Dividende ausschüttet, aufs Jahr hochgerechnet und das ist mit BlackRock einmal 14 Euro, eine der größeren Positionen, war halt auch eine der teureren Käufe, dann die Domino's mit 3,16 Euro relativ gering, weil sie halt auch eine sehr geringe Dividendenrendite, dafür aber sehr viel Wachstum mitbringt, dann eine Home Depot mit 5,45 Euro dabei, eine Münchner Rück mit 8,10 Euro, eine Starbucks mit 4,22 Euro. Bei der Talangs hatte ich ja schon einige Aktien, also da wären es eher so um die 24 Euro sein und Union Pacific 3,73 Euro, die ich zukünftig jährlich erhalte. Das Ganze wird natürlich jetzt weiter steigern, ich versuche die Position weiter auszubauen, dass ich dann auch hier relativ schnell in so einem Bereich von der Coca-Cola, Defama oder auch PepsiCo so 25 Euro im Jahr komme.
Das wird sicherlich ein bisschen dauern, weil es jetzt auch von der Anzahl ein paar mehr Positionen sind. Ein paar andere kommen ja auch noch dazu. Wichtig zu sagen noch, dass das hier die Nettodividende ist, die ich natürlich auch durch also sämtliche Steuern schon abgezogen. Also was dann wirklich bei mir ankommt, das ist halt auch das, was mich interessiert. Deswegen der andere Wert hier vorne nicht ganz so interessant. Und ja, das war es heute von meiner Seite. Relativ kurzes, knappes Video, ein vollständiges Update zum Depot, was sich Stand jetzt immer noch recht gut schlägt. Gibt es dann wieder zum Ende des Monats, schaltet auch da gerne wieder rein. Lasst gerne ein Like für das Abo da. Nein, ein Like für das Video da oder ein Abo für den Kanal. So rum. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.